England haben irgendwie so davon gesprochen, Leute sollen sich halt in allen möglichen Bereichen und Kämpfen engagieren, wo sie wollen. Die sind alle gleich wichtig und irgendwie so magisch ergibt sich dann daraus eine möglicherweise revolutionäre Einheit. Manchmal stellt man sich ja tatsächlich ein bisschen die Frage, was eigentlich diese Leute, die sich dort versammeln, wirklich so vereint, außer so ein vages Gefühl gegen Herrschaftsstrukturen zu sein oder gegen Autoritäten zu sein und so. Die Diskussion selber ist quasi schon sinnlos, weil es gibt viele Taktiken und die sind alle super und toll und alle sollen das machen, was sie machen wollen und das sei quasi anarchistisch. Das Ganze muss sich natürlich entwickeln, also in direktem Zusammenhang mit praktischer politischer Arbeit, die auch wirklich, um es jetzt sozusagen in der Klasse verankert ist. Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 49. Folge wollen wir über den klassenkämpferischen Anarchismus sprechen. Wir haben ja schon mal eine eigene Folge zum Thema Anarchokommunismus gemacht und reden auch immer wieder darüber, wie zentral Klasse für uns in unserem Begriff des Anarchismus ist, warum wir auch Anarchokommunismus als unsere Strömung hochhalten. Wir fanden es spannend, jetzt mal darüber zu reden, was macht eigentlich diesen allgemeinen klassenkämpferischen Anarchismus aus? Weil wir haben ja auch immer wieder beispielsweise FAU, Plattform und andere anarchokommunistische Gruppen in einer Traditionslinie genannt und gesagt, das ist jetzt für uns der klassenkämpferische Anarchismus. Das Ganze wollen wir heute auch mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit Gabriel Kuhn, besprechen. Der hat auch passenderweise jetzt vor kurzem noch einen Text, warum Anarchokommunismus, auf der jetzt schon bald einen Monat laufenden Seite anarchismus.de, unserem Community-Projekt, veröffentlicht. Und ja, vielleicht möchtest du dich einfach für die, die dich vielleicht nicht kennen, nochmal vorstellen. Mache ich gern. Danke für die Einladung zum Podcast. Ja, mein Name ist Gabriel Kuhn. Ich bin ursprünglich aus Österreich. Habe dort angefangen, mich für den Anarchismus zu interessieren und mich auch als Anarchist zu verstehen zum Ende meiner Schulzeit. Also war ich so 17 wohl. Ja, und das Interesse, und da jetzt sprechen wir so von den späten 1980er Jahren. Und dieses Interesse hat dann angehalten und ich habe in den letzten 30 Jahren mich in verschiedenen anarchistischen Projekten engagiert, aber auch, also politischen Projekten, die zwar der Linken zuzuordnen sind, aber jetzt nicht spezifisch anarchistisch sind, und habe in diesem Bereich, also wie soll man sagen, außerparlamentarische Linke auch sehr viel publiziert, also sowohl eigene Texte als auch Übersetzungen. Mittlerweile, also aus Österreich bin ich dann schon Mitte der 90er Jahre weg und seit 15 Jahren lebe ich in Schweden. Was mein politisches Engagement betrifft, ist es seit einigen Jahren hauptsächlich in der SAC, der syndikalistischen Gewerkschaft hier in Schweden, der in Deutschland die FAU entspricht, wobei die SAC also verhältnismäßig zur Größe des Landes hier eine also um einiges mitgliederstärkere Organisation ist und auch so einen anderen gesellschaftlichen Stellenwert hat. Ja, auf jeden Fall großes Dankeschön, dass du heute hier bist. Ich bin auch wirklich schon gespannt, was die Diskussion uns so dazu bringen wird. Vielleicht sei noch einmal kurz gesagt, so als kleine Erklärung für die Leute, die jetzt vielleicht schon ein paar Fragezeichen bei diesem Begriff haben. Erstmal haben wir klassenkämpferischen Anarchismus so definiert, dass es Klasse dort eigentlich den zentralen Begriff von der Analyse ausmacht. Wir reden dann eben heute darüber, ob es eigentlich Sinn macht, diese ganzen unterschiedlichen Ansätze, die ich gerade auch schon mal erwähnt habe, dadurch auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Also diese Begriffe, die du jetzt da erwähnt hast, also wie gesagt, was ist jetzt schon gefallen, also Syndikalismus und Anarchokommunismus, inwiefern es Sinn macht, die in diese eine klassenkämpferische Tradition zu stellen, beziehungsweise diesen Begriff auch zu verwenden. Ich glaube, ich habe
viel damit zu tun, welchen Stellenwert man dem Begriff der Klasse dazu schreiben will. Weil so in der allgemeinen anarchistischen Geschichtsschreibung werden ja diese Begriffe oder Strömungen oft unter diesem Begriff des sozialen Anarchismus zusammengefasst, der dann meistens in Abgrenzung steht zu dem, was man früher so als individualistischen Anarchismus bezeichnet hat und was man vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren oft so mehr als Lifestyle-Anarchismus bezeichnet. Das heißt, ich glaube, es gibt nicht so viel Uneinigkeit eigentlich darüber, dass Strömungen wie der Anarcho-Syndikalismus und der Anarcho-Kommunismus viele Gemeinsamkeiten haben und sich auch ganz spezifisch auf Klasse beziehen. Die Frage ist halt dann vielleicht eher, inwieweit dieser Begriff dann auch zur Beschreibung sowohl dieser Strömungen als auch des Anarchismus im Ganzen verwendet werden sollte, weil das ist ja tatsächlich eine Zeit lang, also selbst innerhalb dieser Strömungen nicht unbedingt passiert. Also ich würde sagen, dass so in den 90er Jahren, auch Anfang der 2000er Jahre, der Begriff der Klasse weniger in der Diskussion war als jetzt wieder in den letzten Jahren. Ja, das ist auf jeden Fall auch mein Eindruck, dass es wirklich jetzt wieder so zurückgekommen ist, die Klassenfrage einen zentraleren Begriff wieder spielt, aber natürlich auch nur in dem sozialen Anarchismus. Also darüber hinaus ist es immer noch sehr begrenzt. Aber ich glaube, das ist auch eine generelle Entwicklung in der Linken. Also es ist nicht nur in der anarchistischen Bewegung, sondern überhaupt habe ich den Eindruck, dass das also wieder ein zentraleres Moment wird. Ja, also das, ich kann jetzt sagen, also ich würde das bestätigen auf jeden Fall. Also das spiegelt sich auf jeden Fall in der weiteren Linken wieder, dass gewissermaßen einen neuen Fokus auf die Klasse gibt. Also es gibt ja, wenn man das jetzt also wieder mal vom Anarchismus absieht und eher so das breitere außerparlamentarisch linke Spektrum sich anschaut, hat es in den letzten Jahren eine Diskussion über die sogenannte neue Klassenpolitik gegeben. Also sind sowohl in Analyse und Kritik einige Texte erschienen. Sebastian Friedrich hat sich da wohl als Autor besonders hervorgetan. Aber der Begriff ist ja auch so in der Rosa-Luxemburg-Stiftung verhandelt worden und so. Also es gibt schon da wieder diesen Fokus darauf. Ich glaube, die Gründe sind gewissermaßen, wie es immer ist, sind es viele Gründe. Aber zwei so Sachen stechen, glaube ich, schon heraus. Es gibt, glaube ich, in der Linken allgemein halt so ein gewisses Unbehagen an dem, was heute, ich nehme das jetzt in Anführungszeichen, weil das ein problematischer Begriff ist, aber in dem, was halt oft als so Identitätspolitik bezeichnet wird, was so zurückgeht, glaube ich, auf so dieses aktivistische Milieu, das so Anfang der 2000er Jahre oder schon in den 90er Jahren entstanden ist, das halt sehr so pluralistisch orientiert war, wo es sehr um Vielfalt und unterschiedliche Unterdrückungsformen und so gegangen ist. Was, glaube ich, damals durchaus so einen befreienden oder auch innovativen neuen Aspekt in diese Politik hineingebracht hat, was aber auch seine Grenzen hat. Und das, glaube ich, ist in den letzten Jahren offensichtlicher geworden für viele Leute und deshalb so ein bisschen Rückbesinnung auf Klasse. Und dann spielt aber, glaube ich, ja natürlich das rein, also diese Diskussionen, ob sie jetzt, wie stimmig sie sind, ist nochmal eine andere Frage, aber diese Diskussionen, dass sich die Arbeiterklasse in vielen westeuropäischen Ländern politisch halt zunehmend an der rechten und rechten Parteien und rechten Strömungen orientiert und inwieweit das auch ein historisches Versagen der Linken widerspiegelt und so. Also ich glaube, es sind da diese verschiedenen Aspekte, die zusammenkommen, aber die Diskussionen habe ich selber zumindest als erstens sehr wichtig und zweitens zum Teil schon als fruchtbar erlebt. Ich meine, daraus entsteht ja dann auch so eine gewisse strategische Planungslosigkeit. Für mich ist das immer vor allem sinnbildlich geworden mit der ganzen Antiglobalisierungsbewegung, wo man dann diese Kämpfe eben als Bewegungslinke geführt hat, die aber ganz abseits dann von eigentlich ja der Klasse selber gelaufen ist. Und ich habe das Gefühl, dass heute es dann immer wieder diese momentanen Kämpfe eben innerhalb dieses Kosmos von dem, was du dann irgendwie als Identitätspolitik beschrieben hast, gibt, aber eben dieser gemeinsame Nenner von Klasse immer wieder fehlt, der sich so ein bisschen als dauerhafte Linie durch diese ganze Kämpfe zieht und sie auch miteinander verbinden kann. Ich sehe es natürlich genauso, dass der intersektionale Ansatz da, ich glaube, du hast es als befreiendes Moment geschrieben, einfach recht wichtig war, um halt so ein bisschen auch diesen alten Klassenreduktionismus, wie man es dann ja auch so ganz gerne nennt, wo dann alles einfach dem Begriff der Klasse tatsächlich auch untergeordnet wird und als nicht so wichtig verhandelt wird, dass man den dann so ein bisschen abgeschüttelt hat. Vielleicht einen weiteren Aspekt, den ich noch ergänzen würde, was ich noch als Grund sehen könnte,
diese Hinentwicklung wieder zur Klasse ist auch einfach so die Praxis. Also mein Eindruck ist einfach, dass in dieser, ja, sag ich mal so postautonomen Strukturen, BEL und so weiter, dass da einfach so eine sehr starke linke Kampagnenarbeit immer vorgeherrscht hat. Dass das auch was ist, was, wenn man jetzt mit dem Klassenbegriff eher verhandelt, wieder mehr in den Hintergrund drückt, dass man mehr so diese alltäglichen Kämpfe, mehr so Nachbarschaft, mehr so Gewerkschaft wieder, weil man einfach auch ein Stück weit erkannt hat, in Teilen zumindest der Linken, ja, dass dieser Weg von so einfach nur ein Punkt Kampagnenpolitik auch nicht so fruchtbar ist auf Dauer. Ja, man kann ja dann nochmal, also das ein bisschen historisch aufrollen, jetzt ganz in totalen Schnelldurchlauf. Einer der wesentlichen Gründe dafür, warum Klasse hier so ein bisschen runtergefallen ist, also hinten runtergefallen ist als politische Kategorie, dann schon in den 90er Jahren, war ja der Zusammenbruch der Sowjetunion und des real existierenden Sozialismus in den allermeisten Ländern, das ja, glaube ich, auch in so der radikalen Linken, gerade in meiner Generation den Eindruck vermittelt hat, dass dieses linke Projekt eigentlich gescheitert bzw. diskreditiert ist. Und deshalb hat es ja mehr so eine Zuwendung gegeben, durchaus zu so autonomen anarchistischen Zusammenhängen, die gleichzeitig genau zu jener Zeit sehr stark eben von diesem postmodernen Pluralismus beeinflusst worden sind. Und wenn ich vorher davon gesprochen habe, dass es da so ein befreiendes Moment gegeben hat, also wenn man sie jetzt, also bleiben wir mal bei diesem Begriff der Postmoderne, der ja auch sehr viel aus so sozialanarchistischer Sicht kritisiert wird und meines Erachtens generell auch zu Recht, und das meiste, was heute unter solchen Namen wie Postmoderne oder poststrukturalistische Theorie vertreten wird an Universitäten, ist ja politisch völlig uninteressant und auch intellektuell uninteressant. Aber gleichzeitig, wenn man so zu den Autoren der 70er Jahre zurückgeht, 70er, 80er Jahre diese Bewegungen oder diese Strömungen geprägt haben, ohne selbst je diese Begriffe zu verwenden, also Michel Foucault oder Gilles Deleuze oder so. Deren Theorien waren ja, also das waren ja Leute, die auch selber politisch aktiv waren, und deren Theorien waren ja ganz eine konkrete Antwort auch auf das Verhalten der etablierten französischen Linken im Mai 68, wo der Kommunistischen Partei und den Gewerkschaften vorgeworfen worden ist, das revolutionäre Moment, das es damals gegeben hat, abzuwürgen, anstatt zu stärken. Und daraus hat sich dann auch im weiteren Sinne eben eine so breite Kritik an diesen verkrusteten Strukturen einer mehr traditionellen, wenn man so will, klassenorientierten Linken ergeben. Und in diesem Kontext, glaube ich, sind schon viele Sachen passiert, so zu jener Zeit, die wichtig waren und den Horizont erweitert von also radikalen linken Bewegungen und so. Das, was allerdings dann passiert ist, so, also Stichwort Antiglobalisierungsbewegung, war halt, dass dieser Pluralismus sie irgendwo verselbstständigt hat und jede strategische Perspektive verloren gegangen worden ist. Also man hat ja immer dann irgendwie so davon gesprochen, Leute sollen sich halt in allen möglichen Bereichen und Kämpfen engagieren, wo sie wollen. Die sind alle gleich wichtig und irgendwie so magisch ergibt sich dann daraus eine möglicherweise revolutionäre Einheit. So glaube ich aber, funktioniert das nicht. Plus auch so in der Analyse, also einfach zu sorgen, dass alle Kämpfe gleich viel wert sind. Also das mag ethisch völlig richtig sein. Analytisch, aus revolutionärer Perspektive, ist es nicht zwangsläufig richtig. Was weiß ich, es gibt ja da immer so Reizbeispiele, aber, also zum Beispiel zu sagen, also so Tierrechtsfragen oder so haben ja ethisch durchaus eine große Bedeutung. Sie sind jetzt nicht zwangsläufig, also das ist dann nochmal eine eigene Diskussion, aber sie sind jetzt nicht zwangsläufig gleichbedeutend für revolutionäre gesellschaftliche Umwälzungen, wie radikale Gewerkschaftskämpfe sein können oder andere. Und das, glaube ich, sind diese Sachen, die dann verschwunden sind und was es jetzt in jüngster Zeit ja nochmal gegeben hat und warum ich das sehr wichtig finde, dass diese Probleme gerade aus anarchistischer Sicht angesprochen werden, ist ja, dass es so eine jüngere Bewegung auch gibt, die quasi wieder die totale Kehrtwende macht zu sehr traditionellen, jetzt aus anarchistischer Perspektive würde man sagen, autoritären Formen des Sozialismus. Also es gibt ja so neomaoistische Strömungen und Ähnliches, die zum Teil dann durchaus aus Leuten bestehen, die so meiner Generation angehören, die relativ lange durch diese autonom postmoderne, sage ich jetzt, Schule gegangen sind und deren Kritik daran ich auch teile, aber nicht deren
Antworten oder Konsequenzen, also sie dann dem leuchtenden Pfad oder so als politisches Vorbild zuzuwenden in Peru oder ähnlichen Organisationen, halte ich halt für die falschen Schlussfolgerungen aus dieser Kritik. Ja, für die, bei denen jetzt auch Fragen aufgekommen sind zu dem ganzen Thema Maoismus, wir haben da auch eine wunderbare Folge, ich meine, es wäre Folge 8 zu Anarchismus und Maoismus, da lernt ihr auch, was der leuchtende Pfad ist. Ich fand das auf jeden Fall spannend, was du jetzt gesagt hast und vielleicht, um nochmal auf das zum Schluss einzugehen, ich habe dann einfach auch das Gefühl, dass bei vielen Leuten dann eben, weil es so starke Hinwendungen dann auch im Anarchismus zum Liberalismus gibt und noch viel stärker in der allgemeinen radikalen Linken, es dann sehr verlockend erscheint, eben sich dem Ganzen dann einfach komplett loszusagen und dann zu gucken, ja, dann gehen wir mal einfach 10, 20 Jahre zurück und schauen nochmal, da war das ja noch alles nicht so mit diesen ganzen stark von Liberalismus durchdrungenen Kämpfen, da gab es ja noch richtigen Klassenkampf und dann wenden wir uns halt dem zu. Das ist ja, glaube ich, auch geschichtlich recht klassisch, dass man dann einfach diesen Rekurs auf das Vorherige nimmt. Aber wie du schon richtig gesagt hast, ist das natürlich nicht die Antwort, vor allem nicht unsere Antwort. Deswegen finde ich es auch nochmal wichtiger, da auch den Unterschied zu machen zwischen einer allgemeinen Hinwendung in der radikalen Linken zum Thema Klasse und auch wieder so eine stärkere Hinwendung von Klasse, vor allem im kommunistischen Spektrum und eben in unseren eigenen Strukturen und auch in unserer eigenen Bewegung. Weil unsere ganze Hinwendung zu der Thematik und unsere Arbeit, Klasse wieder stärker zu verankern, unterscheidet sich ja dann doch sehr stark von irgendwelchen neomaoistischen Gruppen oder kommunistischen Gruppen, die dann sich jetzt irgendeinem anderen Pfad des Marxismus-Leninismus dann zuwenden. Vielleicht wenden wir uns auch in dem Sinne jetzt eher dem Anarchismus zu, weil ich glaube, wir können nicht die gesamte Linke diskutieren und alle Facetten der Linken, wie sie sich zur Klasse zuwenden oder nicht. Das führt sonst für heute zu weit. Aber vielleicht dann nochmal zu der Frage, ob eine klassenkämpferische Perspektive für den Anarchismus, also da auch eine Form von Gemeinsamkeit, Grundgemeinsamkeit schaffen kann, um halt so eine, ja, vielleicht auch größere Einheit oder größeren Zusammenhalt dann innerhalb von zumindest eben dem breiteren Spektrum des Sozialanarchismus zu schaffen. Ja, ich denke, da sind wir wieder bei der Ausgangsfrage. Also ich glaube, dass das tatsächlich dann quasi so begrifflich strategische Fragen sind. Also ich glaube, analytisch tut man sich ja da nicht besonders schwer. Also die Klasse so als zentralen Begriff und als den Klassenkampf als zentrales politisches Betätigungsfeld für diese anarchistische Strömungen zu behaupten, das glaube ich, würden die meisten, die sich jetzt so dem, also so im sozialanarchistischen Bereich verorten, die würden dem ja zusprechen. Die Frage ist ja dann genau, also wenn man diesen Begriff, also klassenkämpferisch, dann mehr forciert, hat man damit irgendwas zu gewinnen? Ich würde schon sagen, dass das der Fall ist. Also erstens glaube ich tatsächlich, dass es die Möglichkeit gibt, das auch nochmal so als gemeinsamen Nenner, also bin mir nicht ganz sicher, ob deine Frage darauf abzielt, aber ich sag's jetzt so, also das so als gemeinsamer Nenner für diese unterschiedlichen Strömungen auch nochmal zu forcieren, um immer diese Gemeinsamkeiten zu betonen und jetzt nicht die Unterschiede zum Beispiel zwischen Anarchosyndikalismus und Anarchokommunismus, die ja eher, also das ist nicht unbedeutend, aber eher so mehr Detail, also detaillierter, also so strategischer, mit so detaillierten strategischen Fragen zu tun haben. Und es natürlich da die Möglichkeit gibt, ohne jetzt wieder auf so die breitere Linke und die Klasse zurückzukommen, aber es glaube ich schon damit diesem Begriff die Möglichkeit gibt, auch nochmal Leute anzusprechen, die sie jetzt nicht zwangsläufig als Anarchisten oder so begreifen, die aber dann eher aus so einem, sagen wir, linkskommunistischen oder autonomen Spektrum kommen und aber sehr stark auch auf eben Klassenpolitik fokussieren. Also insofern finde ich das schon, dass das wichtig ist, also sowohl analytisch als auch strategisch, also diesen Begriff mehr, also offensiv für seine Projekte und seine Politik zu verwenden. Zumal man ja, glaube ich, auch, wenn wir uns jetzt hier nochmal die Unterschiede angucken, es ja auch so sein wird, dass im Anarchosyndikalismus, wo wir ja auch gerade so ein bisschen diese Unterschiede dann angesprochen haben zu anarchokommunistischen Projekten, oder zu dezidiert anarchokommunistischen Projekten, weil es gibt ja auch große Teile von anarchosyndikalistischen Gewerkschaften, die sich selber als anarchokommunistisch auch sehen würden. Es ist ja auch so, dass einfach die Gewerkschaft da eine zentrale Rolle eben in diesen
klassenorientierten Kämpfen dann spielen wird, von der strategischen Perspektive aus gesehen, wie wir dann auch diese Kämpfe führen werden. Ja, wobei da ja noch ein Aspekt sehr wichtig ist, den ihr vorher auch schon erwähnt habt, also so diese, also Stadtteilarbeit, was sich ja da dazu gesellt. Und da würde ich, wenn es jetzt um so Fragen wie Klassenkampf und Anarchismus geht, schon auch sagen, dass das Elemente sind, also auch in der anarchistischen Geschichte, auf die man durchaus stolz sein kann. Weil es ist ja historisch so, es hat sich ja entwickelt, auch wieder in dieser ganzen Diskussion um Klassenkampf und so. Es hat sich ja also ein Bild entwickelt, dass Klassenkampf oder eine Politik, die auf Klasse fokussiert, dann bedeutet sozusagen nur Gewerkschaftsarbeit zu machen oder es geht nur um Kämpfe am Arbeitsplatz oder es geht nur um eine ökonomische Perspektive, was das auch immer sein soll. Aber die historische Arbeiterbewegung, die Klassenkämpfe vorangetrieben hat, also wenn wir jetzt da vor allen Dingen uns den Anfang des 20. Jahrhunderts anschauen, in vielen europäischen Ländern, da war das ja eine Kulturbewegung, die weit über jetzt alleine den Arbeitsplatz hinaus oder die Organisierung am Arbeitsplatz hinaus gehend aktiv war. Also man hat sich ja gemeinsam an alle möglichen Sachen organisiert auf der proletarischer Basis, also Sportvereine, genauso wie Theater, Literaturhäuser, Bildungsstätten und so weiter. Und ich glaube, dass diese Tradition, also wo man versteht, dass Klassenkampf nicht die Reduktion jetzt auf rein ökonomische Kämpfe ist, sondern in der Verbindung von ökonomischen, sozialen, kulturellen und politischen Kämpfen besteht. Ich glaube, dass das in der anarchistischen Geschichte stärker präsent war in den letzten Jahrzehnten, als es oft so in marxistischen Zusammenhängen der Fall ist. Und das, glaube ich, ist auch eine Geschichte, wo man gerade heute als auch Anarchistinnen in anarchistischen Gruppen, an die man anknüpfen kann und wo es auch wirklich so eine spezifisch anarchistische Stärke im Klassenkampf gibt. Was dann ironischerweise ja auch wieder damit zu tun hat, dass ja historisch gesehen es durchaus im Anarchismus so ein pluralistischeres Element gibt als in so orthodox marxistischen Schulen. Also Pluralismus ist ja nicht nur was Schlechtes oder weil der Begriff des Liberalismus auch vorher gefallen ist. Also das ist ja historisch betrachtet durchaus ein wichtiger Aspekt, auch in der anarchistischen Geschichte. Also wenn man das ganz einfach fasst, der Anarchismus als Ideologie im 19. Jahrhundert ist ja durchaus so als eine Art Synthese von Sozialismus und Liberalismus entstanden. Das heißt, dieses Element ist schon wichtig in der anarchistischen Geschichte. Was allerdings passieren kann, ist, und das sieht man immer wieder, ist, dass bestimmte anarchistische Strömungen dann letzten Endes radikal liberal auftreten und das sozialistische Element völlig verlieren. Da wird es ja dann, also da zum Beispiel dann also Gemeinsamkeiten zu finden oder so über Bezug auf Klasse ist ja zum Teil wirklich schwierig. Ja. Aber mit vielen so unterschiedlichen Strömungen, die doch gleichzeitig nur diesem, jetzt sage ich es wieder, sozialanarchistischen Bereich zuzuordnen sind, glaube ich, ist das um vieles einfacher. Ja, du hast ja jetzt schon im Prinzip den nächsten großen Punkt, den wir besprechen wollen, mit der Klasse im Zentrum, was das dann genau bedeutet, ja schon gut ausgeführt und gut angefangen. Ich würde auch gerade sagen, dass gerade weil jetzt vielleicht auch wir so eine Epoche letztendlich irgendwo hinter uns haben von wo diese Unterschiedlichkeit von Kämpfen, die betont wurde und die unterschiedlichen Wege, die betont wurden, ist das auch eine Chance, dass man eben nicht wieder in diesen Klassenreduktionismus zurückkommt, weil man eben ja schon eine gewisse Prägung auch dadurch mitbekommen hat und jetzt eher aus dieser Perspektive auf Klasse schaut, dass es eben als Analyseinstrument und als Verständnis von allen Unterdrückungsformen auch letztendlich das zentrale Verstehen auch ausmacht davon, wie wir dagegen kämpfen können. Das finde ich, glaube ich, auch einen sehr wichtigen Aspekt daran. Vor allen Dingen, weil sich ja Klasse auch ständig entwickelt. Also die Arbeiterklasse verändert sich ja ständig, auch die also die Zusammensetzung der Arbeiterklasse, gerade in heutigen Zeiten mit Migration und so. Und ich glaube da wiederum, also dass so ein gewisses, was eben der Anarchismus mit sich bringt, also eine gewisse größere Offenheit, eine größere Bereitschaft auch zur Veränderung, was leider nicht immer der Fall ist, aber zumindest theoretisch angelegt ist, eine größere Bereitschaft auch zur Selbstkritik, eigentlich da eine sehr gute Ausgangslage dafür bietet, sich eben auf diese
ständige Entwicklung, der auch der Klasse unterliegt, eben entsprechend auch einzulassen, anstatt dann so bestimmten festen Bildern, an bestimmten Bildern festzuhalten, der zufolge die Klasse in einer gewissen Form zusammengesetzt ist und der zufolge dann auch eine entsprechende Strategie, also durchgehend verfolgt werden müsste und überall, also alle diese Sachen, das muss ja angepasst werden an Zeit und Ort und Umstände. Und dafür halte ich den Anarchismus also schon gut gerüstet, also sowohl theoretisch als auch was historische Erfahrungen betrifft. Ich stelle mir dann auch noch so ein bisschen die Frage, ob es dann sich jetzt vor allem erstmal um eine Gegenbewegung gegen die liberalen Momente im Anarchismus handelt, die jetzt wieder erstarkt sind. Du hast das ja auch gerade schon so ein bisschen angesprochen bezüglich des ganzen sich wieder klassischeren marxistischen Konzepten zuwenden. Oder ob es dann auch jetzt mit dem neuen Bezug auf Klasse als Analyse- und Strategiepunkt eigentlich zu einem neuen Selbstverständnis wird. Davon ausgehend ist dann natürlich auch die Frage, was bedeutet das jetzt eigentlich für andere anarchistische Strömungen, die sich jetzt eigentlich nicht in der Tradition von eben dem klassenkämpferischen oder, wie du ihn dann auch jetzt gerne genannt hast, sozialen Anarchismus sehen? Das sind natürlich heikle Fragen. Also so die anarchistische Bewegung ist ja tatsächlich sehr pluralistisch. Also ich glaube, Leute, die sich auch nur einige Jahre reichen ja. Also wenn man sich in dieser Bewegung umgesehen hat und gut, ich meine, die letzten beiden Jahre war ja aufgrund der Pandemie, waren ja nicht so viele öffentliche Veranstaltungen und so, wo man das halt beobachten können. Aber ansonsten reicht es ja zu so ein paar Buchmessen oder Festivals oder so zu gehen, um also wirklich so diese ganze Bandbreite zu erleben. Und manchmal stellt man sich ja tatsächlich ein bisschen die Frage, was eigentlich diese Leute, die sich dort versammeln, wirklich so vereint, außer sehr vages Gefühl gegen Herrschaftsstrukturen zu sein oder gegen Autoritäten zu sein und so. Ich bin aus verschiedenen Gründen immer sehr vorsichtig damit gewesen, so mit Ausschlussverfahren zu beginnen, also bestimmten Gruppen oder Strömungen das anarchistisch Sein abzusprechen, weil sie bestimmte Haltungen vertreten, die jetzt meines Erachtens nicht wirklich anarchistisch sind oder nicht wirklich der historisch-anarchistischen Bewegung entsprechen oder so. Dafür gibt es, glaube ich, zwei Gründe. Erstens ist es ein bisschen einfach so was Persönliches, weil ich mir denke, gut, also die meisten Leute, die sich dort versammeln, selbst wenn ich jetzt mit manchen nicht so wahnsinnig viel gemein habe, irgendwie wollen sie schon die richtigen Sachen, so in ganz breiten Sinne. Und wer bin dann ich jetzt da irgendwelche Definitionshoheiten anzumelden? So, das ist das eine. Und dann gibt's aber, glaube ich, auch eben ein bisschen schon so mehr so, wie soll ich sagen, halt so eine intellektuelle Dimension, wo ich glaube, dass es tatsächlich ja schwierig ist, also einen Anspruch zu erheben, dass eine bestimmte Auffassung des Anarchismus, selbst wenn sie jetzt mir am nächsten ist oder selbst wenn ihr jetzt glaubt, dass sie politisch am effektivsten ist, dass das den alleinigen Wahrheitsanspruch oder so haben kann. Und ich glaube, man verzettelt sie dann sehr leicht in so theoretisch abstrakten Debatten, die dann für viele Leute wirklich uninteressant sind und wo man dann ein bisschen so den Kontakt zu konkreter politischer Arbeit verliert. Also insofern würde ich sagen, was so ein Fokus aufs klassenkämpferischen Anarchismus bedeutet, für mich selber nicht unbedingt, dass man darum kämpfen würde, die anarchistische Bewegung von all diesen Strömungen zu befreien, die jetzt sich nicht da hinter dem Begriff der Klasse stellen würden oder so. Ich glaube, ehrlich gesagt, wiederum, da schreibe ich dann doch dem Pluralismus genug Bedeutung zu, um zu sagen, dass man auch von diesen anderen Strömungen im Anarchismus durchaus was lernen kann oder so. Also diese Offenheit, die der Anarchismus seit jetzt irgendwie 150 Jahren hat, die soll meines Erachtens durchaus weiter bestehen. Und gleichzeitig ist es aber wichtig für die eigene Politik, die man macht, schon auch deutlich darzustellen. Deshalb bin ich ja, obwohl ich sozusagen für diese Pluralität, für diesen Pluralismus offen bin, bin ich ja jetzt nicht unbedingt das, was man historisch so einen Vertreter der anarchistischen Synthese nennt, was also letzten Endes bedeutet, dass man halt versucht, alle diese Strömungen zu vereinen und die
und da quasi irgendwie so dann eben synthetisch da das Beste herauszuholen oder so. Also da, glaube ich, landet man sehr leicht eben in so einem gewissen Beliebigkeitspluralismus, den wir eingangs in diesem Gespräch schon kritisiert haben. Und deshalb finde ich es ja zum Beispiel auch wichtig, ja, oder in diesem Zusammenhang bin ich ja kein Befürworter dieses sogenannten Anarchismus ohne Adjektive oder so. Also ich finde es durchaus, dass es gerade aufgrund dieses Pluralismus wichtig ist, so sein spezifisch anarchistisches Verständnis auch zu betonen. Das heißt, das finde ich, soll man schon machen. Man soll da diese eigenen Positionen stärken. Ich finde, es ist auch wichtig, darzustellen, warum man der Auffassung ist, dass, sage ich jetzt, klassenkämpferischer Anarchismus eine revolutionär größere Bedeutung hat als, keine Ahnung, individualistische, anarchistische Strömungen oder andere. Das finde ich durchaus wichtig, aber ich finde es, wie gesagt, nicht notwendig, dass man da jetzt einen großen Streit vom Zaun bricht, wer jetzt sie überhaupt als Anarchist bezeichnen darf oder wer auf anarchistischen Veranstaltungen auftauchen darf oder so. Also das war jetzt eine ziemlich persönliche Antwort auf die Frage. Ich denke, es ist durchaus eine Antwort, die an unserem Verständnis sehr nah dran kommt. Jetzt speziell im Kontext von der anarchismus.de-Seite haben wir im Prinzip diese ganze Frage, also nicht nur wir, die wir die Seite mit gestartet haben, sondern auch andere Genossinnen aus diesem jetzt klassenkämpferischen Anarchismus heraus, das also nochmal so sehr offensiv quasi über diese Seite gesagt, so das ist unser Verständnis vom Anarchismus. Wir haben gar nicht gesagt, dass jetzt quasi bestimmte individuelle Sachen für uns jetzt nicht sich als anarchistisch bezeichnen dürfen oder so. Das lässt sich ja eh nicht durchsetzen in irgendeiner Form mit irgendwelchen Mitteln und kann auch gar nicht das Ziel sein. Aber wir haben einfach für uns eine sehr offensive Form der Definition für unserem Verständnis von Anarchismus gemacht. Das reicht dann ja auch oft schon in einem anarchistischen Milieu, um halt Leute auf die Palme zu bringen und um sie gegen sich aufzubringen. Ich glaube, es ist dann so ein Streit, den wir gar nicht so führen, also der quasi dann eher von diesem individualistischen Milieu an uns herangetragen wird und wo wir eigentlich das eher so ignorieren, weil das für uns jetzt nicht so eine Relevanz hat, genau diesen komischen Krieg zu führen, weil das bringt einfach nichts. Das lenkt letztendlich nur davon ab, weiter voranzuschreiten, sich weiterzuentwickeln und gerne auch punktuell mit interessanten Debatten dann auch mit einem individualistisch geprägten Milieu irgendwie sich auch voranentwickeln zu können. Aber das fand ich halt doch schon ganz spannend, dass es da doch eine ziemlich große Ablehnung gab und auch sogar aus einem sozial-anarchistischen Milieu. Und das zeigt für mich eigentlich, dass es da schon auch diese, auch in diesem sozial-anarchistischen Milieu auch eine durchaus so ein liberaleres Verständnis gibt von diesem ganzen, ah ja, es muss ja pluralistisch sein und dies, das Gedanken gibt, obwohl man jetzt gar nicht da auftrumpft und irgendwie den Leuten vorschreibt, was sie zu denken haben, sondern dass man einfach nur das für sich selbst offensiv definiert, das reicht dann oft schon aus. Ich habe auch häufig das Gefühl, dass es sich bei dem Streit dann vor allem um eine Frage von der richtigen Strategie handelt. Also dass gerade da die Leute vor allem eben aufhorchen und dann auch direkt sehr offensiv damit umgehen, wenn die Strategie, die unterschiedlichen strategischen Ansätze kritisiert werden. Weil ich habe das Gefühl, gerade bei Analyse streitet man sich ja dann doch recht gerne. Aber sobald eben diese Frage in den Raum gestellt wird, was ist denn jetzt die richtige Strategie, wie man an ja den Aufbau einer anarchistischen Bewegung und auch an das Erreichen von einem revolutionären Moment und einer Übergangsgesellschaft rangeht, dass da dann wirklich immer sehr viel Streit entsteht, wobei ich das eigentlich sehr zentral finde. Und ich muss wirklich sagen, ich würde mir da eigentlich von der anarchistischen Bewegung tatsächlich ein bisschen mehr von dem, auch wenn das jetzt vielleicht etwas kritisch klingt, aber von dem Moment im Marxismus wünschen, dass man dann doch den Anspruch hat, seinen eigenen strategischen Ansatz etwas mehr gegenüber den anderen zu verteidigen und auch da den Anspruch zu haben, das, was wir uns jetzt hier als Struktur gedacht haben, ist vielleicht doch der richtige Ansatz und da auch etwas stärker kritisch mit den anderen ins Gericht geht, was ja nicht heißt, dass man jetzt irgendwie den Anarchismusbegriff absprechen muss. Ich finde, das hast du schon ganz gut dargestellt, dass das auch, wenn man diese Eingrenzung vollziehen sollte, zu nicht sonderlich viel führt und im Endeffekt dann auch einfach nur ein gewisser Streit ohne tatsächlichen Anschluss an irgendwelche Kämpfe ist, der dann auch nicht viel bewirkt. Muss ich wieder an was anschließen, was ich schon vorher gesagt habe. Also ich glaube, man muss so dieses pluralistische Element im Anarchismus entsprechend oder richtig oder produktiv deuten. Also ich glaube, dass das was Wichtiges ist und gleichzeitig darf es halt nicht zu einem Selbstzweck werden. Also wenn wir jetzt so ein konkretes Beispiel nehmen, was mich immer gestört hat, ist, wenn es jetzt, okay, Strategie ist nochmal was Größeres, aber was hier reinspielt, sind eben dann so bestimmte Taktiken, die man dann anwendet. Und man hat jetzt da Diskussionen, also machen wir es jetzt
jetzt wirklich konkret, irgendwo findet, was weiß ich, ein EU-Gipfel oder was es immer sein kann. Irgendwas findet wo statt, wo man der Meinung ist, okay, das versucht man jetzt zu stoppen oder man versucht zumindest ein Ereignis anzuwenden, um da also Widerstand zu demonstrieren. Und dann taucht halt zwangsläufig die Frage auf, wie man das am besten macht. Es passiert dann immer wieder, dass gerade aus anarchistischer Seite jede solche Diskussion mit dem Verweis auf die sogenannte Vielfalt der Taktiken abgewürgt wird. Also die Diskussion selber ist quasi schon sinnlos, weil es gibt viele Taktiken und die sind alle super und toll und alle sollen das machen, was sie machen wollen und das sei quasi anarchistisch. Aber das ist das, was ich meine mit so einem Selbstzweck des Pluralismus. Also nur weil man der Ansicht ist, ja, also es gibt viele verschiedene Taktiken und unter bestimmten Umständen und zu bestimmten Zeiten sind bestimmte Taktiken effektiver als andere oder aus verschiedenen Gründen ist es besser, die anzuwenden als andere oder manchmal ist eine Kombination angebracht oder nicht. Und es ist ja gut, dass man dieses Arsenal an Taktiken hat, aber zu sagen, dass zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort, jede dieser Taktik einfach gleich sinnvoll ist oder jede Kombination dieser Taktiken gleich sinnvoll ist, ist halt einfach falsch. Also so ist es ja nicht. Also je nachdem, wo man sich in einem Kampf befindet oder um welche Fragen es geht, kann militantes Vorgehen effektiver sein, können Blockaden effektiver sein, können andere Sachen effektiver sein. Und diese Sachen muss man sich ja ständig kollektiv verhandeln. Also insofern wieder, ja, da gibt es dieses in dieser Verhandlung und in der Offenheit der Möglichkeiten gibt es das pluralistische Element. Aber das darf nicht dazu führen, dass diese Verhandlungen verschwinden oder man der Ansicht ist, ja, dass es eh quasi keine richtige Antwort auf solche Fragen gibt, weil eh alle Antworten quasi ungefähr gleich gut sind. Und ich glaube, das ist das, was manchmal dann passiert, bei dem, wobei ich jetzt da nur spekulieren kann, was genau die Motivationen der Leute sind, aber warum es zu so vermeintlich heftigen Reaktionen kommt, wenn jemand bestimmte Haltung oder Analyse oder Strategie so offensiver vertritt, weil man das Gefühl hat, dass dadurch sofort alles mögliche andere ausgeschlossen werden soll oder dass dadurch so ein alleiniger Wahrheitsanspruch automatisch ins Feld geführt wird. Das kann der Fall sein, das muss ja aber nicht zwangsläufig der Fall sein. Und wie gesagt, für mich selber würde ich in Anspruch nehmen, dass ich diese Diskussionen ganz, ganz wichtig finde, aber nicht unbedingt mit diesen Ansprüchen auftritt. Also aus so einer persönlichen Erfahrung kann ich auch nochmal sagen, was mir halt da manchmal auffällt und was ich so, also das, ich erlebe das so mit einer Mischung aus schon ein bisschen Frustration und ein Ärger und gleichzeitig aber auch so Unterhaltung. Das, weil ja oft, und das ist ja schade, das ist ja nicht nur ein anarchistisches Phänomen, sondern für viele. Nicht? Man landet sehr leicht in verschiedenen Schubladen und Kategorien, wenn man so Diskussionen führt. Nicht? Und muss dann auch die Leute, mit denen man diskutiert oder die jetzt vielleicht nicht genau die eigene Meinung vertreten, in so bestimmte Schubladen oder Kategorien stecken. Und oft ist das schon der Anfang dessen, dass es so gemeinsame Diskussionen oder so halt nicht mehr möglich wären. Also mir zum Beispiel, historisch, als wenn das jetzt so wichtig wäre, aber in meiner persönlichen Geschichte, in dieser anarchistischen Bewegung, die jetzt immerhin schon so über 30 Jahre lang ist, also so mit meinem Ansatz, der sich, muss ich auch sagen, bei mir selber hat sich das mit dieser klassenkämpferischen Perspektive schon auch im letzten Jahrzehnt oder so nochmal verstärkt. Ich bin ja da nicht ausgenommen, bestimmten allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen oder Entwicklungen in dem Milieu. Aber ich glaube, dass ich schon immer versucht habe, so diese Elemente, also so das Klassenkämpferische auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch dieses Pluralistische so zu vereinen. Und das, was ja für mich eben dann oft so die Erfahrung war, ist, dass das oft für Leute schwierig ist, das irgendwie anzunehmen, ne? Und dann halte ich irgendwo einen Vortrag zu Anarchismus und wer von den gleichen Leuten, die sie denn angehört haben, also die einen kritisieren mich dafür, dass ich viel zu dogmatisch, klassenkämpferisch bin und die anderen kritisieren mich dafür, dass ich viel zu pluralistisch bin oder so, weil man, glaube ich, oft einfach nur diese fixen Kategorien im Kopf hat und dann bestimmte Leute da bestimmte Aussagen oder so in diese stecken muss, ohne dann, wie gesagt, überhaupt ein bisschen mehr Bereitschaft zur Diskussion, zum tatsächlichen Austausch zu kommen. Das, glaube ich, ist aber jetzt nicht nur zwangsläufig ein Problem des Anarchismus, das bringt ja viele Diskussionen, aber es ist, glaube ich, was, also dieses, jetzt ganz vereinfacht gesagt, so dieses Schubladendenken oder so, das so produktiven Diskussionen leider oft im Wege steht. Ja, ich denke auch, dass das
viel zu oft eine Rolle spielt, also diese Identitäten oder Labels in dem Sinne, also ich bin ein sehr großer Freund davon, sich, sich in irgendeiner Form zu positionieren und so weiter, aber gleichzeitig muss man auch immer dazu sagen, und ich hoffe, das merkt man auch jetzt in unserem Podcast, dass das eben nicht nur eine Fassade oder sowas ist oder etwas, was man irgendwo aufstellt und dann einfach die anderen abwertet, die sich nicht diesem gleichen Label zugehörig fühlt wie wir, sondern dass das also eine inhaltliche Positionierung ist, die real ist und die auch quasi einen Diskurs in sich trägt, der auch dann, den wir auch anstreben, mit anderen zu führen. Also quasi nur, weil wir uns jetzt zum Beispiel als klassenkämpferische Anarchisten definieren, heißt das ja nicht, dass wir nicht mit anderen diskutieren wollen und auch offen für andere Ansätze sind. Das ist ja in alle Richtungen so. Speziell bei dem Podcast haben wir ja so viele verschiedene Menschen auch kennengelernt, Erfahrungen gesammelt, sowohl in Maoismus hinein als auch antideutschen Leuten mit individualistischen Anarchistinnen. Das ist also ganz unterschiedlich für uns. Das finde ich auch wichtig, dass man da auch so eine Offenheit behält und eben diesen Diskurs dann auch wirklich auf einer produktiven Ebene führt und nicht in so einer Szene-Flammschlacht. Das ist sehr unproduktiv, finde ich immer. Ja, was ich dann zum Ende auch nochmal spannend fände zu besprechen, ist die ganze Frage von Synthese und Plattformismus. Es gibt ja jetzt auch einige klassenkämpferische Anarchistinnen und auch Gruppen, die sich dann eher in der Tradition der Synthese sehen, auch beispielsweise dann in Deutschland in der FDA, in der Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen, organisiert sind. Und aber auch gleichzeitig weltweit sowieso, aber ja jetzt auch in Deutschland seit einigen Jahren mit der Plattform, es auch für klassenkämpferische Anarchistinnen eben den Weg des Plattformismus gibt. Und auch Marian und ich, wir sehen uns ja auch beide als Plattformisten und vertreten das auch mit dem Podcast ja immer wieder nach außen. Und da finde ich es spannend, vielleicht auch nochmal von dir zu hören, Gabriel, was siehst du da eigentlich als deinen strategischen Weg an? Oder wie bewertest du diese ganzen Entwicklungen? Ja, also zu dieser Frage der Organisierung oder jetzt, also Plattformismus und Synthese und so, nur kurz was. Also ich glaube, es hängt halt wesentlich davon ab, was man machen will. Also ich glaube, dass anarchistische Föderationen, wie jetzt halt im deutschsprachigen Raum, als für so Vernetzung und Austausch durchaus Sinn machen. Es ist halt dann oft schwierig, genau aufgrund auch dieser Vielfalt, da dann wirklich nicht nur gemeinsame strategische Perspektive da herauszufiltern, sondern selbst so gemeinsame Kampagnen oder so sind ja relativ schwierig, was ja überhaupt nicht bedeutet, dass diese Vernetzung dann auch jetzt über, was ist in die Zeitung, da oder ähnliche Sachen, dass das nicht wertvoll ist. Also davon, das können ja alle profitieren oder so, aber man muss ja dessen bewusst sein, was diese Form der Organisierung machen kann und was sie nicht machen kann. Mehr dann eben, ich glaube, politisch wirksamer in einem gewissen Sinn können schon, also spezifischere anarchistische Organisationen werden. Wenn ihr jetzt schon den Plattformismus angesprochen habt, also meine persönlichen Vorbehalte gegen den Plattformismus, die sind sozusagen zweierlei. Also erstens ist es ja so, also ich weiß nicht, ob es wirklich so ideal ist, also rein schon mit dem Begriff auf ein historisches Dokument zu beziehen, auf dem er dann quasi seine strategische Linie aufbaut. Also das ist ja irgendwie in diesem Begriff impliziert. Also man würde ja annehmen, also wenn jetzt jemand nicht weiß, was Plattformismus ist, aha, das beruht auf dieser Plattform, wie da irgendwelche Anarchisten 1926 formuliert haben, aha, die muss man sich dann durchlesen und darauf baut es dann auf. Und wenn man sich jetzt wirklich diese Plattform genau anschaut, das ist ja schon alles sehr detailliert und so, ist irgendwie 100 Jahre alt. Also dass bestimmte Leute da dann meinen, naja, aber das kann es ja jetzt auch nicht unbedingt sein. Oder zum Beispiel so eine gewisse Offenheit oder Pluralismus geht alleine schon dadurch verloren. Das kann ich schon verstehen oder so. Also insofern weiß ich jetzt nicht rein begrifflich, ob das so ideal ist. Der größere Vorbehalt hat jedoch ehrlich gesagt mit dem real existierenden Plattformismus zu tun, wie ich ihn halt jetzt so in den letzten 20, 30 Jahren erlebt habe. Nämlich, wo es ja einfach oft der Fall ist, dass diese Organisationen, die sie dann so sehr dem Plattformismus verschreiben, dass es einfach nicht gelingt, die eigenen Ansprüche einzufüllen, also die eigenen Ansprüche zu erfüllen. Also die viele Organisationen bleiben sehr marginal, erreichen nicht wirklich die Klasse, versorgen ehrlich gesagt oft da mal in diesen Ansprüchen der Verbindlichkeit und der strengeren Organisation als andere Gruppierungen und das in einer Frequenz, wo man das nicht einfach dann irgendwie so auf, naja gut, das waren halt nicht die richtigen Leute oder irgendwie so, also
wo man das nicht einfach auf das abschreiben kann, sondern ich glaube, es liegt da offensichtlich schon irgendwas in dieser Dynamik, dieser Organisationen, das oft halt nicht funktioniert. Also es gibt da Beispiele, Worker Solidarity Movement in Irland oder so, oder gerade in Lateinamerika von durchaus gut funktionierenden plattformistischen Organisationen, die auch, also konkreten Einfluss auf soziale Kämpfe nehmen können oder so. Aber diese Beispiele sind eher rar gesehen. Deshalb, also wenn wir jetzt schon wirklich so ein bisschen auf die Begriffe schauen oder so, finde ich ja persönlich Anarcho-Kommunismus besser als Plattformismus, weil ich finde, dass der Begriff auch sehr deutlich ist, gleichzeitig aber eine gewisse größere Offenheit halt hat. Aber wie gesagt, das sind halt dann so Abwägungsfragen, die einerseits nicht so wahnsinnig wichtig sind und andererseits, also einer von euch hatte das auch schon erwähnt, mit diesem Label sicher dann doch gern oder so. Also so bedeutungslos ist es ja auch wieder nicht, weil ja gerade auch diese strategischen Fragen oder so, also Selbstfrage, Anarcho-Syndikalismus, Anarcho-Kommunismus, das sind Detailfragen, die aber nicht zwangsläufig bedeutungslos sind. Also ich glaube, es gibt Zeiten, wo Leute, vor allen Dingen, die sich dafür interessieren, diese Diskussionen da führen sollen, aber man darf sich tatsächlich nicht in diesen Diskussionen verheddern, weil es sonst sehr leicht zu einer Marginalisierung und einer politischen Bedeutungslosigkeit führen kann. Ja, ich würde mich auf jeden Fall deiner Analyse anschließen, von der Synthese als auch vom Plattformismus. Ich glaube auch, dass tatsächlich einer der Hauptprobleme des Plattformismus aktuell ist, dass den eigenen Anspruch nicht so umsetzen zu können, wie er ist. Ich meine, es ist ja auch ein sehr hoher Anspruch, der auch in unseren heutigen Zeiten gar nicht so einfach umzusetzen ist, in Anbetracht dessen, dass es ja im Vergleich zu historischen ArbeiterInnenbewegungen eine sehr kleine anarchistische Bewegung oder je nach Land auch einfach nur eine Mini-Szene gibt. Und von daher ist es auch, denke ich, nicht so einfach, diesen hohen Ansprüchen dann, die man sich dann auch selber stellt, gerecht zu werden. Aber dennoch muss man sich ja auch daran messen lassen, wenn man diese Ansprüche aufstellt. Für mich persönlich ist natürlich logisch, dass jetzt Synthese nicht dazu geeignet ist, um wirklich eine klassenkämpferische Perspektive aufzubauen. Und das sehe ich halt auch vor allen Dingen neben dem, was du vielleicht schon gesagt hast, Gabriel, auch nochmal zugespitzter in der Frage von, was passiert denn wirklich in Kontexten von großen Krisensituationen. Also ich sehe schon nicht, dass so der synthetische Anarchismus in der Lage ist, eine kontinuierliche klassenkämpferische Praxis oder Bedeutung innerhalb der Massen aufzubauen. Aber dann sehe ich es noch viel weniger eben im Kontext von größeren gesellschaftlichen Zuspitzungen, wo ich finde auch doch durchaus zum Beispiel Corona auch dann so eine Situation war und man da auch so gewisse Schwächen dann auch sehr deutlich auch in unserer heutigen Zeit dann erkennen konnte. Ja, und von daher ist das also gar nicht so einfach. Das ist einfach eine Frage, die ja immer weiter beschäftigen wird und die immer weiter Rolle spielt in dem Gedanken, wie wir als klassenkämpferische Anarchistinnen Relevanz gewinnen. Und ich glaube schon, dass aktuell der beste Ansatz tatsächlich der Anarcho-Syndikalismus einfach ist, weil er einfach der einzigste ist, der gerade es schafft, auch eine Massenrelevanz zu gewinnen. Nur ich sehe es eben so, dass die als Ergänzung dazu, den Plattformismus zu haben, aus vielen verschiedenen strategischen Momenten sehr wichtig ist, aber das führt wahrscheinlich auch zu weit, um das jetzt so tiefgehend zu erklären, warum. Naja, man kann ja, also klar, man muss jetzt nicht diese große Diskussion so anfangen oder so, aber jetzt ganz kurz gesagt, historisch, also so kompliziert ist es ja eigentlich nicht. Also da sozusagen die anarcho-kommunistische Kritik sozusagen an Anarcho-Syndikalismus hat ja wesentlich daran bestanden, dass man, um wirklich so breiten gesellschaftlichen Einfluss zu gewinnen, auch politische, anarchistische Organisationen braucht, die halt sich da mit strategischen Fragen auseinandersetzen, aber auch mit dem, was ich vorher schon erwähnt habe, also so mit dieser Kombination von ökonomischem, sozialen, kulturellen, politischen Kampf oder so. Und das quasi die organisatorische Einheit ist, von der aus man dann in Massenorganisationen, wie zum Beispiel Gewerkschaften, aber auch andere, können ja Sportvereine sein oder sonst was, dann auch Einfluss eben auf so breitere gesellschaftliche Entwicklungen nehmen kann. Und klar, es hat dann diese genauen Auseinandersetzungen darüber gegeben, ob dann anarcho-syndikalistische Gewerkschaften überhaupt, ob die vielleicht sozusagen einen negativen Effekt haben könnten, weil man sich dann eben wieder in seinen eigenen
Gewerkschaften als Anarchisten da isoliert von den Massen der Werktätigen, die in anderen Gewerkschaften organisiert sind und man jetzt nur da eintreten soll. Aber das sind, glaube ich, auch wieder so strategische Fragen, dass die Unterschiede, also wenn man das auf die heutige Zeit übersetzt, das hängt ja jeweils davon ab, wie die gewerkschaftlichen Strukturen in unterschiedlichen Ländern ausschauen. Es macht ja zum Beispiel einen großen Unterschied, ob man jetzt in Schweden ist, wo es eine syndikalistische Organisation mit einer gewissen Stärke und gesellschaftlichen Verankerung gibt oder in einem Land, wo es sowas nicht gibt oder so. Das muss man sich dann jeweils, also muss man sich halt da noch so, also das jeweils diskutieren und entsprechend entscheiden. Die Frage, die, glaube ich, sich auch nochmal stellt, was so die, also das, was du erwähnt hast, die gerade jetzt, wenn wir von Corona so als schon sehr großer gesellschaftlicher Krise sprechen und dem leider ja schon ziemlichen Unvermögen der Linken allgemein da irgendeine wirklich eine Antwort da anzubieten oder diese Krise auch für sich quasi politisch nutzbar zu machen oder so. Das sind natürlich enorme Herausforderungen und es ist natürlich auch immer leicht, auf so bestimmte Gruppen zu schauen, jetzt anarchistische Gruppen oder andere und zu sagen, haha, schau die Ansprüche und lassen sie nicht einlösen oder so. Das ist natürlich billig. Also die großen Antworten hat irgendwie niemand, sonst wird die Welt auch anders ausschauen. Und gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass es irgendwann einmal problematisch wird, wenn bestimmte Gruppen Ansprüche sehr lange mit sich herschleppen, ohne dass man das Gefühl hat, dass sie auch nur gewisse Schritte darauf zugehen oder überhaupt so die grundlegendsten Sachen einzuhalten imstande sind. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, das ist vielleicht auch kontrovers, aber also wenn man jetzt, vorher haben wir davon gesprochen, man macht so klassenkämpferischen Anarchismus und wie verhält man sich dann eigentlich zu anderen anarchistischen Strömungen und so. Und das haben wir ja so ein bisschen diskutiert. Ich finde es aber wirklich auch wichtig, gerade wenn es um so die Perspektive für gesellschaftliche Relevanz geht, sich eben auch die Frage zu stellen, wie man sich als klassenkämpferische Anarchisten zu anderen Strömungen innerhalb der Linken verhält, die graduell oft einem letztlich näher sind als bestimmte andere anarchistische Strömungen. Also da denke ich jetzt natürlich vor allen Dingen so an linkskommunistische, rätekommunistische Gruppierungen oder so. Und ich glaube schon, dass eine der Stärken auch, ich habe dir das schon angedeutet, des klassenkämpferischen Anarchismus darin liegt, dass er die Möglichkeit bietet, auch da entsprechende, zumindest Kontakte zu knüpfen, vielleicht unter bestimmten Umständen also Bündnisse zu führen und so und dort zu einem produktiven Austausch, zu einer klassenkämpferischen, revolutionären Politik zu kommen, die anarchistisch geprägt ist, aber durchaus auch so andere Elemente in sich aufnehmen kann. Das finde ich ist auf jeden Fall auch nochmal eine spannende Frage, die du da zum Ende aufgemacht hast. Ich sehe das auch eigentlich ähnlich so wie du. Wir hatten ja auch mehrfach hier beim Podcast schon mal die Frage bekommen mit irgendwie, ja, was ist denn mit Rätekommunismus? Oder es treten auch immer wieder einzelne Leute heran, die sich selber als rätekommunistisch bezeichnen. Nur sehe ich das so, dass es zumindest in Deutschland ja gerade so ist, dass es da eigentlich ein sehr diffuses Spektrum an Leuten gibt, die sich ja so einem Linkskommunismus zuordnen. Es gibt sehr wenig organisierte Gruppen. Es gibt das vielfach dann einfach auch im akademischen Kontext. Und ansonsten gibt es in der Bewegungslinken sehr viele Leute, die sich dann irgendwie als rätekommunistisch sehen. Nur habe ich das Gefühl, dass bei vielen von diesen Leuten es dann auch einfach immer wieder vereinzelt dann Hinwendungen zum Anarchismus gibt, weil es da einfach dann viel mehr Angebote gibt als von linkskommunistischer Seite, gerade dann auch, wo wir gerade schon drüber geredet haben mit der Freien ArbeiterInnenunion, als ein Punkt, wo man dann auch tatsächlich gute klassenkämpferische Politik machen kann mit einem Anschluss an reelle Kämpfe. Ja, das kann natürlich, also so einen guten Einblick habe ich jetzt nicht in das deutsche Milieu, was so Rätekommunismus und Linkskommunismus im Moment betrifft, würde aber sagen, also alleine schon die Tatsache, wenn du jetzt erwähnst, dass sie, also manche Leute, die sich selber eher diesem Spektrum zuordnen, dass die ja auch an euch herantreten oder so, ist ja Beleg dafür, dass es da ja gewisse Gemeinsamkeiten gibt oder man zumindest bestimmte Ansätze oder Themen erkennt, die einem selber wichtig sind und ich meine nur, dass es da, also ich finde schon egal, also selbst wenn es jetzt so sein mag, dass da momentan ganz einfach gesagt jetzt nicht so wahnsinnig viel zu holen ist aufgrund der Umstände oder der Beschaffenheit dieses Milieus, also ich glaube schon, dass das Diskussionen sind, die wichtig sein können und dass sie da durchaus auch so politische Perspektiven auftun können, die also aus so einem Austausch heraus entstehen.
Auf jeden Fall. Also selbst wenn jetzt dieses linkskommunistische Milieu jetzt nicht so stark organisiert, so ansprechbar vielleicht für uns ist und so weiter, ist es ja trotzdem so, dass es eben so eine, was ja wirklich ziemlich stark ist in Deutschland, ist ja dieses postautonomen linksradikal, irgendwas eher kommunistisch gesinnt, das ist ja relativ stark und ich glaube auch dahingehend ist das sind dann schon auch, das ist auch schon ein Milieu, was so auch klassenkämpferische Politik eher für sich mehr wieder entdeckt oder probiert, da was zu entwickeln. Und da sehe ich auch sehr großes, fruchtbares Milieu, was sich vielleicht in den kommenden Jahren, kommenden Jahrzehnten vielleicht auch erst, wo man sich dann näher zusammenfindet. Ja, vielleicht sei da auch nochmal wirklich gesagt, was glaube ich wichtig ist, weil ich habe schon selber häufig das Gefühl gehabt, dass das irgendwie immer noch was bei Leuten drin ist. Wenn wir ja jetzt von klassenkämpferischem Anarchismus oder von Anarchokommunismus reden, auch wenn wir immer viel Wert dann auf die geschichtliche Entwicklung legen und die auch so darzustellen, ist ja das, was eigentlich zentral für uns ist, Strategie und Analyse. Wir sind ja nicht irgendwie eine orthodoxe oder katholische Kirche, die sich in einer bestimmten Tradition sieht und da gab es dann die große Spaltung, das große Schisma und dann haben wir uns abgespalten und man muss sich auf die bestimmte Traditionslinie berufen und erst dann darf man auch miteinander zusammenarbeiten. Es geht ja wirklich da einfach zentral um Strategie und Analyse und wenn die übereinstimmen, wenn wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen, dann können wir auch gemeinsam unsere Kämpfe führen und uns gemeinsam organisieren. Was halt noch, wenn ich das noch hinzufügen darf, also was halt wirklich auch in diesem ganzen Prozess ein wichtiger Aspekt ist und da jetzt auch nochmal auf die Praxis zurückzukommen und Stadtteilarbeit und so. Also in allen diesen Sachen, also Austausch mit Leuten von anderen Strömungen und so weiter, strategische Diskussionen. Das Ganze muss sich natürlich entwickeln, also in direktem Zusammenhang mit praktischer politischer Arbeit, die auch wirklich, um es halt jetzt sozusagen in der Klasse verankert ist. Also ob das jetzt Stadtteile oder Arbeitsplätze oder wie immer sind. Also daher, und auch wieder zurückzukommen auf diese Dynamik, Schrägstrich Pluralismus, der dem Anarchismus ja innewohnt, davon nähert sich ja auch die gute Analyse, also von diesen Erfahrungen und von diesem Kontakt und von diesen gemeinsamen Aktivitäten, die dort stattfinden. Also die Entwicklung sowohl von Analyse, Theorie, Strategie kann ja nur in diesem Kontext geschehen. Und das ist ja auch eines so dieser Probleme, wiederum, solange diese Diskussionen, also auch analytisch-theoretisch-strategische Diskussionen, solange die konkret an diese Erfahrungen anknüpfen, sind sie ja spannend, sind sie ja für alle möglichen Leute spannend. Das, was halt leider oft passiert ist, ist, dass wenn dieser konkrete Bezug verloren geht und man abdriftet in so akademische Debatten, dann wird es halt oft mehr oder weniger belanglos. Und diese Gefahr besteht halt aufgrund der Zusammensetzung des linken Milieus allgemein und zum großen Teil schon auch so in der anarchistischen Szene immer. Und ich glaube, das ist für mich schon ein sehr wichtiger Teil, auch wenn man von klassenkämpferischem Anarchismus spricht, dass man das genau im Auge hat. Also das kann, also wenn man das so als abstrakt akademische Übung betreibt, wird es halt irgendwann eher lächerlich oder so. Also es muss diesen ständigen konkreten Bezug zur kollektiven Praxis geben. Das finde ich einen schönen Schlusspunkt, Gabriel. Ich würde an der Stelle vielleicht nochmal gerne zwei Sachen von dir oder an denen du mitgewirkt hast empfehlen. Und zwar einerseits Anarchismus und Revolution, was ich einfach einen sehr schönen Sammelband finde über, es war jetzt schon ein paar Jahre alt, aber eigentlich aktuelle anarchistische Diskurse. Und auf der anderen Seite auch nochmal die 23 Thesen des Anarchismus. Die haben auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das ist ja nicht nur jetzt, glaube ich, allein dein Werk. Und da wird natürlich auch der Anarchismus, der Plattform aufs Übelste kritisiert. Nein, aber auf jeden Fall sind das sehr... Was meinst du? Kann ich mich nicht daran erinnern, dass der aufs Übelste da kritisiert wird. Aber nein. Ich habe mehr oder weniger das drinnen, was ich eigentlich jetzt in dem Gespräch gesagt habe. Nein, klar, das war ja ein Spaß. Mhm. Nein, aber auf jeden Fall sind das auch sehr spannende Thesen, die auch zur Diskussion anregen, denke ich. Und ich denke, das hat unsere Folge heute auch getan. Vielleicht willst du noch irgendwas empfehlen, Gabriel, wo man vielleicht weiterlesen kann oder was du noch zu dem Thema spannend fändest. Wir haben ja eingangs, bevor wir, glaube ich, begonnen haben, hier aufzunehmen, schon davon geredet, dass heutzutage die Leute ja hauptsächlich Podcasts hören. Also ich empfehle natürlich alle, wie viele sind es jetzt? 48 Folgen eures Podcasts. Da haben wir dann einiges
Und ansonsten, ja, also ich finde das, ich will jetzt da nicht so bestimmtes, irgendein bestimmtes Werk, fällt mir jetzt auch gar nicht ehrlich gesagt ein, das jetzt da so wahnsinnig heraussticht oder so. Ich finde, man muss sich so in anarchistischen, also wenn man sich jetzt auf Publikationen konzentriert, ne, also es gibt ja, mit dem die Galdao haben wir schon erwähnt, andere Die Blätter Gerda ist tot. ist tot, Ja, siehst, die wird nicht mehr rausgegeben. so auf so aktuellem Stand bin ich. Die gibt es nicht mehr, aber es gibt ja ganz bestimmt im Netz nur die alten Ausgaben. Und so alt können die doch nicht sein. Wann ist denn die letzte Ausgabe erschienen? Wisst ihr das? Ich glaube, das ist jetzt Ja so. oder so? Nee, so lang noch nicht. So lang noch nicht. Seit einem halben Dreivierteljahr ist die ungefähr tot. Okay. Ja, mir kommt vor einem Jahr oder so, wir nur irgendeine Rezension für die geschrieben oder so. Naja, egal. Auf jeden Fall, man schaut sie, wie gesagt, man kann sich die alten Galdao-Ausgaben sicher nach wie vor runterladen im Netz und zu schauen nach Möglichkeit hat, sich einfach, wie gesagt, an diesen Diskussionen zu beteiligen. Aber wiederum, also ich schließe nochmal das Schlusswort an. Also einerseits diese so spezifisch anarchistischen Diskussionen zu verfolgen, aber dann vor allen Dingen auch entsprechende Gespräche führen, Erfahrungen machen in der konkreten politischen Arbeit, Selbstorganisation und so weiter. Ja, dann danke dir auf jeden Fall heute für das echt spannende Gespräch. Ich bin auch wirklich gespannt, was sich so weiterhin vor allem auch mit der Seite anarchismus.de in dieser ganzen Diskussion um den Begriff klassenkämpferischen Anarchismus noch so weiterentwickeln wird. Und ansonsten auch nochmal großes Dankeschön für die Empfehlung. In diesem Sinne würde ich dann sagen, Glück auf. Ja, danke, danke für die Einladung, danke fürs Zuhören. Alles Gute für euer Projekt. Danke, Gabriel. Glück auf.